Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und heute gibt es eine ganz kleine Besonderheit bei uns im Kanal, denn ihr seht schon, alles ist anders in diesem Video. Der Rahmen ist nicht da, das Team sieht total seltsam aus, alles ist völlig verrückt hier. Also lasst mich erstmal erklären, was hier Sache ist. Ich hatte nämlich ein sehr, sehr schönes, spannendes Match gegen einen weiteren Abonnenten. Thomas heißt er hier. Er hat mich hier zu einem Mixed-Tier-Battle herausgefordert und ihr seht vielleicht, dass ein bisschen was an meinem Team nicht so richtig stimmt. Das liegt daran, dass ich aus Versehen das Team in meiner Party mitgenommen habe und nicht das in der Battlebox, was hier eigentlich genutzt werden sollte, aber dann habe ich mir auch gedacht, komm, probier es einfach mal, das ist ein Team, das ich mir einfach irgendwie zusammengestellt habe für ein Team mit Pokémon, die man super selten sieht, also kaum getestet und ja, das Match ist dann wesentlich anders verlaufen, als ich mir das vorgestellt habe, könnt ihr vielleicht auch am Titel erkennen und ihr wisst ja, dass ich normalerweise keine Videos hochlade, die ein bisschen einseitig sind, also immer nur die spannendsten Battles der Woche werden hier hochgeladen, aber bei diesen mache ich tatsächlich eine Ausnahme, denn es passieren wirklich sehr, sehr coole Sachen. Ich habe auch schon den Kollegen Thomas hier gefragt, ob er damit einverstanden ist, dass ich hier hochlade und er hat sogar extra darum gebeten, weil er es auch extrem cool fand, was hier passiert ist und wie gesagt, das Match ist auch gar nicht mal so lang, deswegen habe ich mir auch gespart, hier das ganze Design drum rumzumachen, denn ich hätte wahrscheinlich auch sowieso nicht viel zu tun gehabt und gegen Ende wird auch ein kleiner Speed-Up hier stattfinden, deswegen, ich labere hier viel zu lang, deswegen hier gucken wir mal, wie das Match denn beginnt, da werde ich noch ein bisschen kommentieren, später werde ich dann auch mal die Klappe halten, deswegen hier Klick, los geht die wilde Fahrt. So, der Kampf fängt an und wir entschließen uns dafür, mit unserer Zirpaisa anzufangen. Das ist nämlich unser Suicide Lead. Hat hier den Fokus gut, kann also eine Attacke auf jeden Fall tanken und hat hier die Möglichkeit, mit einem Abschlag oder mit einem Klebenetz erstmal uns einen kleinen Advantage in dem Matchup zu beschaffen. Der Gegner seinerseits fängt mit einem Trikefalo an. Ich war mir fast sicher, dass dieses Trikefalo einen Wahlschall tragen wird und das ist richtig, richtig gefährlich, denn ich habe in meinem Team so gefühlt nichts, was dieses Ding outspeeden kann. Deswegen bin ich hier auf den Abschlag gegangen, um ihn dieses Ding rauszuhauen. Aber der Gegner wechselt mit einer Kehrtwende raus und er holt hier sein Scherox rein. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es ein Mega-Scherox sein könnte, aber er trägt hier tatsächlich das Walband, also auch wieder ein sehr, sehr gefährliches Pokémon für mein Team, würde wahrscheinlich auch hier sweepen können. Aber zum Glück, ohne das Walband kann es hier die Zirpaisa nicht besiegen, obwohl ich schon ein bisschen Schaden drauf bekommen habe und habe hier die Gelegenheit, tatsächlich das Klebenetz rauszulegen, was wirklich ein sehr, sehr schöner Vorteil ist und ich bin total toll, was diese Zirpaisa an dieser Stelle gemacht hat. Ich kriege hier nochmal ein bisschen extra Damage drauf, da der Gegner predicted hat, dass wir hier rausswitchen. Der ist hier auf die Verfolgung gegangen, aber mein Gott, so wichtig war es höchstwahrscheinlich nicht, denn wir haben wirklich minimalen Schaden mal drauf gemacht, denn der Gegner hat kein Item mehr und auf jeden Fall haben wir so eine sehr, sehr gute Gelegenheit, auf unser physisch-defensiv Shardrago reinzugehen. Der Gegner wird sich hier und das Walband höchstwahrscheinlich mehr selbst verletzen, als er tatsächlich uns verletzt, denn wir können ihn doppelten Schaden zurückbringen mit unserer Fähigkeit und mit dem Bollenhemd, den wir tragen. Und ich war hier ziemlich sicher, dass der Gegner rauswechseln wird, wenn ich jetzt dann vielleicht später, auf jeden Fall bin ich hier auf den Giftblick gegangen und war einfach überaus froh, dass der Gegner hier sein Gardevoir reingewechselt hat. Eigentlich ein sehr, sehr guter Counter gegen das Shardrago, weil ich einfach nichts dagegen machen kann, hat hier entweder die Drachenattacke predicted oder vielleicht die Tarnstein, aber Giftblick ist hier tatsächlich sehr, sehr gut für mich, da ein Gardevoir, entweder ein Mega-Gardevoir oder ein gewahlschaltes Gardevoir hier auch super gefährlich für mich wäre, da es einfach alles bei mir outspeeden würde und einfach sehr, sehr viel Schaden reinkloppt. Ich habe hier aber keine Gelegenheit gesehen, dass ich irgendwas reinwechseln könnte, dass es gut überleben könnte. Deswegen habe ich hier nochmal die Tarnschein rausgehauen und muss hier leider mein Shardrago opfern. Aber trotzdem hat hier extrem viel gemacht, hat hier relativ guten Schaden auf das Scherox draufbekommen, das Gardevoir paralysiert, was ultra gut ist und noch die Tarnschein rausbekommen. Und ja, da ich bei diesem Gardevoir weder die Mega-Evolution noch irgendwie ein anderes Item gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, dass es hier ein Wahl-Item trägt, also in seine Mond Gewalt gelockt ist und da kann es gegen Omaut wahrscheinlich nichts machen, deswegen habe ich das reingeswitcht und habe hier auf jeden Fall eine gute Gelegenheit gesehen, auf ein paar Falter reinzugehen. Der Gegner hat hier höchstwahrscheinlich die Giftattacke predicted und hat deswegen sein Scherox reingewechselt. Eigentlich allgemein ein sehr, sehr guter Switch, da er sowieso relativ sicher gegen dieses Omaut hantieren kann und ich kann wahrscheinlich nicht so viele Hits aushalten. Durch das HP-Investment halte ich auch sogar zwei Patronenhiebe durch. Auf jeden Fall macht es weniger als 50% Schaden. Und mit dem Giftschleim kann ich mich sogar noch ein bisschen gegenhalten. Das heißt, ich bin hier tatsächlich ein bisschen gierig geworden, bin auf ein zweites Faltereigen gegangen und hoffe, dass ich gleich die Gelegenheit bekomme, mit einer Stafette diese Boni weiterzugeben. Jetzt kommt die große, ja, mit 7 Health überlebt. Das ist schon mal ganz schön. Also war super, super knapp. Und ich kann mit dieser Stafette jetzt auf meinen größten Fred in mein Team die ganzen Boni weitergeben von den zwei Falterreigen. Und das ist mein Flunschlink. Und ich würde einfach sagen, ich gebe die Bühne frei für den Jäger. Genießt die Show.
Und ja, das war der groß angekündigte Flunsch-League-Sweep. Ich will auch gar nicht so tun, als ob das alles mein Können war. Es war einfach ultra viel Luck dabei. Also super viele Sachen, die super kritisch gewesen sind, sind hier tatsächlich zu meinen Gunsten ausgegangen. Vor allen Dingen, dass das Gardevoir in den Giftblick reingewechselt ist. Und ich glaube, selbst mit dem Klebenetz wäre es immer noch schneller gewesen als mein Flunschling, wenn es tatsächlich hier den Walschall getragen hätte. Aber wer weiß, so ist nun Pokémon. Ich finde es einfach cool, wie das Ganze funktioniert ist. Niemand hätte mit einem Flunschling-Sweep gerechnet, vor allen Dingen ich nicht. Als ich dieses Team zusammengebaut habe, war das sicher nicht die Taktik, die ich da gesehen habe. Auf jeden Fall, Thomas, vielen, vielen Dank für dieses tolle, spannende Match. Und ich hoffe auch ihr, liebe Zuschauer draußen, hattet Spaß daran. Wie gesagt, normalerweise lade ich keine Sweep-Videos hoch, da ich die so ein bisschen eintönig finde. Aber in diesem speziellen Fall mache ich tatsächlich eine Ausnahme. Denn das kleine Flunschling braucht auf jeden Fall mehr Spotlight, als es normalerweise bekommt. Und das ist hier auf jeden Fall eine super Gelegenheit, ihm so ein bisschen zu mehr Ruhm zu verhelfen. Auf jeden Fall, liebe Leute, falls es euch interessiert, wie das Team genau aufgestellt ist, könnt ihr auch nochmal in die Videobeschreibung reingucken. Da ist das komplette Set nochmal aufgeschrieben, auch wenn die Hälfte des Teams eigentlich nichts gemacht hat. Danke, Flunschling, du bist der Beste. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Demnächst gibt es wieder normale Pokémon-Matches hier auf dem Kanal. Vielleicht, wenn sich nochmal ein total toller Sweep anbietet. Höchstwahrscheinlich nicht, denn so gut spiele ich normalerweise nicht. Aber wer weiß. Auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.